auch gar nicht wehren, denn ich wusste keine Chance. Du nahmst wortlos meine Hände, ein Traum, der wurde wahr. Und als der neue Morgen kam, da war es für mich klar. Pure Lust am Leben, es verschmelzt in Raum und Zeit. Gedanken und Gefühle grenzenlos und endlich weit. Pure Lust am Leben, Liebe wie im Traum. Erwacht, keine Fragen, kein Tabu, nur das Geheimnis einer Nacht. Hoffnungslos dir ausgeliefert, kein Ende ist in Sicht. Ich bin dir total verfallen, aber ich bereue es nicht. Ewig nur so weiterleben und nie ein Kompromiss. Denn du weißt, wie man wirklich liebt und für mich ist gewiss. Pure Lust am Leben, es verschmelzt in Raum und Zeit. Gedanken und Gefühle grenzenlos und endlich weit. Pure Lust am Leben, Liebe wie im Traum. Erwacht, keine Fragen, kein Tabu, nur das Geheimnis einer Nacht. Pure Lust am Leben, verschmelzt in Raum und Zeit. Gedanken und Gefühle grenzenlos und endlich weit. Pure Lust am Leben, Liebe wie im Traum. Erwacht, keine Fragen, kein Tabu, nur das Geheimnis einer Nacht. Keine Fragen, kein Tabu, nur das Geheimnis einer Nacht. Dankeschön. Sigrid und Marina live im Musikantenstadel aus Pula. Also, ihr schaut's wieder gut aus. Ihr seht da, wenn ihr durchs Publikum geht, ihr seht das in den Gesichtern. Das bedeutet pure Lust am Leben. Ja, sagt euch dieser Satz was? Für uns ist es eine riesengroße Freude, die Titelmelodie von unserem ganz neuen Album bei dir heute im Stadel präsentieren zu dürfen. Pure Lust am Leben heißt das. Und das habt ihr gerade versprüht. Und darf ich euch nicht nur zum neuen Album, sondern auch zu diesen beiden Kleidern ein Riesenkompliment. Ist es schön, was sie anhaben? Das ist doch schön, was sie anhaben. Das ist lieb. Danke. Eine Riesenfreiheit da zum See. Vielen Dank. Jetzt haben wir das Glück, dass es noch nicht regnet. Und wahrscheinlich auch so bleibt. Hättet ihr denn auch alternativ was anderes dabei gehabt für anderes Wetter? Ja, also du weißt, Frauen sind eigentlich für alles ausgerüstet. Also wir haben einen riesengroßen Koffer dabei. Für jede Wettersituation haben wir Ich vergaß. Ja, außerdem wir Musikanten, wenn jemand Koffer packen kann, dann sind das wir, oder? Stimmt, ja. Und unser armes Publikum, die armen Zuschauerinnen und Zuschauer müssen jetzt bald in Sommerurlaub fahren. Und vorher die Koffer packen und wissen nicht, wie es geht. Da zerbrechen manche Ehen. Meine Damen und Herren, wir haben in unserer kleinen Musikantenstadel-Service-Abteilung präsentieren wir Ihnen nun die erste und letzte Folge aus unserer Reihe Koffer packen, aber richtig. Willst du eine Reise machen, brauchst du nur ganz wenig Sachen. Alles möglichst leicht, das reicht. Frauen aber wollen auf Reisen Schönheit und Geschmack beweisen. Sie wollen bitte sehr viel mehr. Also Urlaubspackerei, die geht schnell und einwandfrei. Man braucht dies und das für den Abend, was für den Strand und für die Tanzerei. So eine Urlaubspackerei, die geht schnell und einwandfrei. Jawohl! Da sind wir uns einig, alles einfach und unkompliziert. Genau, ganz genau. Und das beste Beispiel ist das Ding-Dong-Bama-Lama-Sing-Song-Tini-Wee.
schöne Ding-Dong-Bam-Lama, Sing-Song, Teeny-Weeny-Flower-Power-Kleid. Mit deinem Ding-Dong-Bam-Lama, Sing-Song, Teeny-Weeny-Flower-Power-Kleid. Das schöne Ding-Dong-Bam-Lama, Sing-Song, Teeny-Weeny-Flower-Power-Kleid. Du, Andi, und was ist eigentlich für dich das Wichtigste? Ich brauch ganz viel Schokolade. Ein Schokoladen-Weihnachtsmann. Im Sommer? Dazu Omas Marmelade. Und 3 Kilo Marzipan. 3 Kilo? Ich brauch keinen dunklen Anzug, weil man den ja niemals trägt. Ja, wenn's glaubst. Und eine Schoko-Stase. Auch in der Sonne sehr gut schmeckt. Du, das ist ja sehr gut. Wenn du nämlich keinen Anzug mitnimmst, dann haben wir ja viel Platz für die wirklich wichtigen Dinge. Und die bocken wir nur dir zuliebe ein. Wie zum Beispiel den Itzi, Witzi, Teeny, Weeny, Honolulu, Strandbikini. Der ist schick und der bleibt stets modern. Der Itzi, Witzi, Teeny, Weeny, Honolulu, Strandbikini. Ja, der gefällt ganz besonders dem Herrn. Ja, ja, der Itzi, Witzi, Teeny, Weeny, Honolulu. Gerne den Platz. Du, Andi, sowas Ähnliches brauchst doch du auch, oder? Ich pack die Badehose ein, das kann nie ein Fehler sein, weil ich damit so fesch aussehe. Hab ich dann die Hose an, dann fühl ich mich wie Genghis Khan, der Lady Killer von Bad Aussee. Und die Frauen, die nach mir schauen, die sind einfach hin und weg. Alle fallen sie in Oma. Ist kein Wunder bei dem Schreck. Pack die Badehose ein, sie macht so ein schönes Bein. Und sie wird den ganzen Strand erfreuen. Perfekt, der Koffer ist gepackt und wir haben noch immer Platz. Aber ihr habt noch nicht an das Allerwichtigste gedacht. Das ist das Knall. Rote Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Ich brauch das Knall. Rote Gummiboot, und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Wir haben keine Segel und keinen Motor und keine Kombüse. Oh nein! Wir schaffen mit Liebe und sehr viel Humor ins große Glück hinein. Ihr braucht das Knall. Rote Gummiboot und passt das Gummiboot nicht mehr hinein. Schmeißt alles raus für das Gummiboot, denn nur mit Gummiboot könnt ihr glücklich sein. Also wirklich. Oder?